Gruseltime, liebe Menschen. Naja, vielleicht auch nicht wirklich Gruseltime, aber zumindest Storytime. Storytime mit Mon. Wir spielen natürlich Alan Wake 2. Wir haben diesen Part hier hinter uns gelassen jetzt und sind auf dem Weg zum Gebäude in New York, in dem unser Autor ja hoffentlich eine bessere Reinemache-Frau hat oder auch ein Reinemache-Mann. Aber auf jeden Fall hat er da ein Apartment, der reiche, arrogante Autorenschnösel. Oh, hallo. Ja, heute war der aber sehr schnell. Hallo, herzlich willkommen. Also wir versuchen rauszukommen. Zum einen aus diesem seltsamen Gebäude, in dem wir gerade waren und viel erlebt haben. Und zurück zu unserer vermeintlich sicheren Wohnung in New York, hier im dicken Tower. Parliament Tower was here again. Zane said the manuscript of Return was the key to escaping. I had to get it before Scratch did. Jawohl, Mann. Ja, ich muss wirklich langsam mal zum Friseur, das ist wahr, ne? Aber irgendwie finde ich es eigentlich auch ganz geil. Warte mal, ich will aber wechseln. Ich will nicht fortfahren. Ja, hier, das mache ich jetzt nicht. Ich will nur speichern. Denn jetzt könnte ich natürlich wieder wechseln, aber ich finde es gerade so spannend, dass ich ehrlich gesagt schon wissen will, was jetzt hier in seiner Welt los ist. Brauche ich so viel Leucht? Ja, kann man sich ja mal aufheben, ne? Kann man vielleicht mal ein bisschen benutzen. Ach komm, aber einen kann man auch mal hier lassen. Und das Ding auch, komm. Nimmt eh nur Platz weg. Die Batterie dagegen behalte ich auch im Hinterkopf fürs nächste Mal, weil man weiß ja nie, wann man wirklich mal eine braucht. Ich habe die schon mehrfach etwas blöd benutzt. Spielst du auch mal Witchfire? Ey, wenn es noch jemanden interessiert, ich habe das vor Ewigkeiten runtergeladen, nie gespielt, an Schocktober nicht gespielt. Ist das gut? Weil das Ding ist, diese Spiele sind oft immer nur wenige Tage interessant und dann interessiert sich keiner mehr dafür. Aber ich fände es persönlich schon mal spannend. Ich habe mir jetzt extra auch dieses Lethal Dingens geholt, was alle spielen, damit ich endlich auch mal dabei bin, wenn Sachen gespielt werden. Oh, das bin ich, ne? Alan Wake. Scratch was closing in, gaining control. I couldn't let him escape the dark place. I had to keep him from Alice. Ja, Scratch ist sein alter Ego. Erschaffen im Dark Place, Fragezeichen, oder schon immer in ihm. Freigesetzt durch den Dark Place vielleicht. Also Witchfire merke ich mir mal. Das ist, muss ich dann doch nochmal runterladen, aber warum eigentlich nicht? Aber jetzt wirklich mein erstes Ziel dieses Jahr ist, Alan Wake zu Ende zu spielen. Dann noch Dino Crisis 2 und dann bin ich, und Hotel. Und dann bin ich damit aber auch durch. Aber ich würde auf jeden Fall, habe ich auch in letzter Zeit einige andere Spiele auch mal anspielen. Da ist einfach so viel Kram dabei. Go to hell! Das sind mal ein paar Lightboxen. Da ist vielleicht ein bisschen zu viel schon. Ah, da. Okay, ich wusste doch, wir haben eine Lampe. I needed to get inside the manuscript. Wie geht es dir? Hey, Alice. Von Barry Wheeler. Alles klar bei dir zu Hause? Ich wollte mich nur kurz melden. Ich habe versucht, dich anzurufen, konnte dich aber nicht erreichen. Wahrscheinlich steckst du gerade eben mitten in deinem kreativen Prozess. Ich weiß, wie es euch Künstlern geht, wenn ihr mitten in euren Projekten steckt. Alles andere rückt in den Hintergrund. Wenn du zurückrufst und mich nicht erreichst, tue ich das, was ein Executive Producer tun sollte, was mir immer noch ein Rätsel ist. Und wenn du willst, dass ich dir bei geschäftlichen Dingen im Zusammenhang mit deiner Ausstellung helfe, sag einfach Bescheid. Dein Kumpel Barry, der alte Schmierlappen, der sich da reinwieselt jetzt in die Lücke, die sich da durch meine Abwesenheit
eröffnet hat. Hey Alice, die Haifische kreisen. Sie versuchen jetzt aus dem, was AI Al zugestoßen ist, Alan Wake nehme ich an, einen Film und oder eine TV-Show zu machen und oder, stell dir das vor, ein beschissenes Videospiel. Da ist ja wieder die Meta-Ebene. Ich habe, und wie heißt das, im Englischen ist es Fourth Wall. Heißt es im Deutschen auch die vierte Wand? Jedenfalls sind es Experten darin, sowas zu brechen oder zu biegen. Außerdem, falls du das von jemand anderem erfährst, arbeitet eine Autorin für echte Kriminalfälle namens Tammy Booker an einem Buch über Al. Ich habe ihren Verleger ausfindig gemacht und ihm gesagt, dass wir ihn verklagen werden. Keine Sorge, ich habe alles im Griff. Also in dieser Welt sind wir verschwunden und nicht die Frau. Hey Alice, ich melde mich, weil ich nichts von dir gehört habe. Alles okay bei dir? Ich war ständig in Meetings gefangen, ohne Pausen, ganz offen. Ich überlege, in einen Becher zu pinkeln und das Mittagessen ist beschissen. Wie diese Leute je Filme machen können, wenn sie nur noch in Meetings hocken, ist mir ein Rätsel. Das sind ja auch nicht die Leute, die die Filme machen, ne? Das sind nur die armen Schweine, die die Filme produzieren, bezahlen und bewerben. Hey Alice, du wirst jetzt sicher denken, dass ich durch einen bösen Doppelgänger ersetzt wurde, aber ich bin einem Kult beigetreten und ich liebe es. Wir gehen zurück in der Zeit, ne? Das mit dem Kult war natürlich nur ein Scherz, mehr oder weniger. Blessed Wellness Retreat. Die Arbeit mit Al und den Andersons war zwar manchmal hart, aber diese Filmtypen sind einfach der Wahnsinn. Mein Stresspegel ging durch die Decke, aber dann bekam ich den Tipp mit dem Retreat. Das war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Ich habe mich noch nie so gut und, naja, gesund gefühlt. Der Typ, der diesen Ort betreibt, Chester, ist ein echter Wunderheiler. Keineswegs ein Verrückter. Ich weiß, dass du denkst, dass ich nur Scheiße labere, aber ich habe eine Menge Gewicht verloren. Du würdest mich nicht mehr wiedererkennen. Chester sagt, ich habe Glück, dass ich hier gelandet bin, denn wäre ich in New York geblieben, wäre mir etwas Schlimmes zugestoßen. Ich glaube ihm das. Nach allem, was passiert ist, ging es mir nicht besonders gut, vor allem nachdem diese FBC-Typen mit mir sprechen wollten. Das reicht, um jeden in einen Verschwörungsspinner zu verwandeln. Ich hoffe, es geht dir gut da drüben. Du kannst mich jederzeit besuchen. Die Westküste ist nicht so schlimm, wie ich in meinen früheren Mails schrieb. Dein Kumpel Barry. Okay, jetzt kommt die vor 2 Jahren. Hey Alice, ich fühle mich eher in Hollywood wie ein Fisch auf dem Trockenen als in der Wildnis des pazifischen Nordwestens. Diese Yuppies mit ihren im Dunkel glühenden Zähnen können nicht verlogener sein, wenn sie 6 Finger hätten. Und alles ist immer so beschissen großartig, auch wenn es in Wirklichkeit das genaue Gegenteil ist. Mehr als einmal habe ich mir bei Meetings mit diesen idiotischen Filmproduzenten in den Mund gekotzt. Aber ich muss hier sein, um das Erbe von Al zu bewahren. Alle wollen sich die Filmrechte für die Casey-Bücher unter den Nagel reißen und sie haben bekloppte Ideen, was sie damit machen wollen. Es ist meine Pflicht, diese Horde braungebrannter Zombies in eine Richtung zu treiben, die so etwas wie guten Geschmack erkennen lässt. Mir ist durchaus bewusst, wie sehr Al Verfilmungen verabscheut hätte, wenn sie nicht seiner Vision gerecht geworden wären. Er war ein Meister darin, Dinge aus tiefstem Herzen zu hassen. Und das aus gutem Grund. Ich meine, deshalb haben wir ihn so sehr geliebt, nicht wahr? Wie auch immer, ich muss jetzt zu einer weiteren Videocall, um über das Casting zu sprechen. Also Barry ist schon so ein alter Ölnacken, der sich hier an unsere Frau ranmacht, nachdem wir verschwunden sind. In dieser Welt, in der Realität, die wir bisher kannten, von der ich mittlerweile gar nicht mehr ausgehe, dass das wirklich die Realität ist. Ich rede jetzt von dem Anfang von Teil 1. Das könnte alles schon sein, der... Krimskram sein hier, der dunkle Gedönse. I didn't leave the apartment. Das ist so schlimm, ich bin doch gar nicht tot! I was flattened by the confusion, the shock, the guilt, fear. Nein, ich will das Licht ausmachen. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. Ekelhafter Schweinenacken! Schmierlappen macht sich an meine Frau ran, ich glaub's nicht. Der ist kein Freund. Der ist ein Freund von frisch geschiedenen, durch den Tod geschiedenen Frauen. Echt, ey. Das ist natürlich hart, ne? Teil 1, die Tiefe. Trigger when viewer close intimate. Also immerhin hat sie, finde ich, auch
eine künstlerische Ader und hat sie durch den Tod, vermeintlichen Tod von uns, auch ausleben können. Beide sind Künstler, die ihre Emotionen auf diese Art verarbeiten. Finde ich ganz gut. Die passen gut. Ah, okay, das ist hier wohl die Kunstinstallation in ihrer Wohnung. Mein Gott. Das, was ich wirklich nicht glauben kann, ist, dass es so eine große Wohnung in New York gibt und man die sich mit einem simplen Autorengehalt leisten kann. Make you see what's beneath the surface. Just need to show a glimpse. Da gehe ich später rein. Das sieht wichtig aus. Ja, okay, vielleicht ist das doch Teil 2 hier vorne. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed and I picked up my camera. Das ist irgendwie spannend, finde ich, dass sie das so verarbeitet, er das jetzt hier sehen muss. Da würde ich gern noch ein bisschen mehr von ihm zuhören. Da hätte ich jetzt gern so einen inneren Monolog zu jeder von diesen Aussagen. Ich meine, wir kennen Alice ja eigentlich gar nicht so. Heißt sie Alice? Nee, aber wir kennen sie gar nicht so richtig. There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. In the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. Also es ist super interessant. Ich frage mich die ganze Zeit, ob die Tatsache, also ob beides nicht so ein bisschen verwandt miteinander ist, ob beides nicht zur selben Realität gehört. Die Realität, wo er verschwunden ist, die Realität, wo sie verschwunden ist. Wenn sie zuerst im Original verschwunden ist, vielleicht hat sie dann im Dark Place all das hier geschaffen. Und wir sind jetzt aber auch da gelandet und sehen jetzt die Hinterlassenschaften unserer verstorbenen Frau. Ich weiß es nicht. Ich rätsel nur rum. Ich weiß genau, Leute von euch, die das schon viel krasser verfolgt haben, vielleicht auch schon durch sind, die wissen natürlich viel, viel mehr. Ich versuche einfach nur, mir einen Reim aus der ganzen Nummer zu machen, ne?
der Rahmen noch da. Ich dachte gerade, ich muss mich bewegen, aber das ist doch nur ein Video. The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch, a monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in, try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Boah, okay, das war jetzt ein sehr kurzes Kapitel. Da spielen wir noch weiter. Denn das letzte Mal ging das Kapitel ja schon so 2 Stunden. Wir hatten auch schon eins mit Saga, das ging für 4 Stunden oder so. Man weiß nie, was man kriegt. Das ist jetzt ein sehr kurzes gewesen. Aber vom Kapitel an sich passt es gut. Weil es einem wirklich diesen Abschnitt jetzt nochmal speziell gesondert vorstellt und das Ganze auch zu einer abgeschlossenen Geschichte macht und das nicht nur so als Roadshow-Attraction am Rand der Geschichte läuft. Jetzt könnte man natürlich darüber legen, was die Lyrics aussagen. Sicherlich haben die hier alle eine doppeldeutige Bedeutung, aber so richtig habe ich mich damit noch nicht befasst. Es ist schon schön. Ich bleibe dabei. Originalsongs, die man kennt, sind besser als extra für das Spiel geschriebene. Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. Stoppen, the memory hat einfach of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Tja, shit. Okay. I needed a new draft of the story. One that would get me ahead of Scratch. Ja, das hier muss eigentlich alles weg. Wir brauchen genau, das ist der Punkt. Kann man echt komplett lustig. Einfach noch ein weiter. Okay, Draft 3. So, Scratch schrieb Return. Er hat mich aufgehalten, bevor ich mit meinen Änderungen fertig war. Er hatte sie nun. Die Horrorgeschichte würde trotzdem wahr werden. Ich musste Scratch an der Flucht hindern. Eine letzte Chance, ein letzter Entwurf von Initiation, der mich dorthin bringen würde. Das hatten wir alles schon, ne? Ich mach's nur einmal weg. Ah, Poets of the Fall war das eben. Also hier sehen wir auch mal die Songs, die wir bisher schon gesehen haben. Ich will, wie gesagt, nicht immer an den Songs rummäkeln. Ich finde es halt nur besser, wenn das Dinge sind, mit denen man eine emotionale Verbindung hat, so wie es alte Klassiker natürlich erzeugen. Visionen hatten wir schon, ne? Und die Alice-Dokumentation hatten wir auch alle. Schreibe. Ja, wenn das nur so einfach wäre, mit einem A-Druck, alles geschrieben. Zane has said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return.
I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. Das ist mein Albtraum. So ein ganzes Kapitel nochmal neu anfangen. Das ist absolut mein Horror. Und wieder an der Stelle im Maskenraum der Sendung von Mr. Door. Diesmal ist alles ein bisschen unter Wasser, ne? Bevor wir uns das angucken, was da jetzt wieder Schreckliches passiert in dieser furchtbaren Late Night Show. Ah, okay, seht ihr, hier könnte ich jetzt halt auch wieder zu Saga wechseln. Ich will auf jeden Fall mir ein bisschen was von Alan Wake noch beibehalten, also storytechnisch, ich will nicht alles mit Saga spielen, aber vielleicht, ach, ist okay, kleine Menge ist okay. Ich weiß halt nicht, vielleicht sollte ich jetzt auch mal bald wieder hinwechseln, aber wir machen das hier noch, das Kapitel nehmen wir noch mit. Ist einfach zu spannend gerade. I don't have time for this, so let's get it over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. There are so many people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Ich. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors, peeking in, reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our Night Springs, it was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wake. Whatever you say. Stimmung wird auf jeden Fall. Zane, the masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. Okay, ja. Hier wird's auf jeden Fall langsam immer ein bisschen mysteriöser. Aber gleichzeitig lösen sich auch so manche
Fragen in Ausrufezeichen auf mittlerweile. Also man versteht ein bisschen mehr, aber für jede Antwort kommen natürlich 10 weitere Fragen. Sowie Fragen von euch. Hotpot-Tipp in Hamburg. Ich habe den einen, wo ich so gerne hingegangen bin, leider nicht ganz verfolgt. Der ist nämlich umgezogen und daher kann ich euch nicht sagen, wo der ist, wie der heißt. Aber es gibt in Hamburg nur, glaube ich, 2 Hotpot-Läden generell. Also wenn man das sucht, dann wird man finden. Und eigentlich ist egal, welcher Hotpot-Laden. Es ist eh alles ein bisschen ähnlich. Die unterscheiden sich eigentlich nur durch das Buffet und die Art, wie die Soßen selbst hergestellt werden. Ob man die selbst macht, ob die viel haben oder ob die wenig Ingredienzien haben. So. Aber es lohnt sich immer. Okay, ich kann hier nicht raus. Ich muss anders raus. Hier vielleicht. Das sieht gut aus da. Das sieht auch gut aus eigentlich. Lass uns erstmal hier gucken. Ich dachte, hier kriegt man noch was dafür, aber nee. Gibt nichts dafür, dass man die wegleuchtet. I couldn't get in. I was missing something. Kleiner Tipp, weil wir gerade über Essen reden. 120 Euro Gutschein jetzt im Chat oder auch hier. Könnt ihr gerne einfach eingeben. GSQ Dämon OD zick 120. 120 Euro für alles, was ihr einkauft. Es lohnt sich. Okay, das hier ist der Green Room der Band, die Old Gods of Asgard, die hier natürlich eigentlich... Shit. Okay, er ist weg. Ich dachte schon, der wird jetzt... Der manifestiert sich jetzt und nervt mich. Ist natürlich hier von den... wie heißt es? Poets? Nee, wie heißen die... Wie heißen die... Die Band, die eigentlich hinter dem Ganzen steht. Ich hab's jetzt leider nicht mehr... Krieg's nicht mehr hin. Interpretation of Many Worlds. Ich weiß nicht, ob das Buch ist. Ich glaube nicht, aber es gibt so auch eins über die Many-World-Theorie. Die Poets of the Fall, genau, das waren's. Die gefallenen Poeten. Da, er hier. Er ist von Poets of the Fall. Ha, schon cool. Hier sind sie alle, ne? Alle Hauptdarsteller, sogar der Hausmeister. Der eh mit am wichtigsten ist. Es geht mir sehr gut, lieber Panzerknacker. Keine Beschwerden möglich. Gott, ey, das sieht aus wie die Maske von Aquaman. Das kann doch so nicht sein. Aber es scheint keinen zu kümmern, ne? Ari, der Hausmeister, ist ja letztendlich auch nicht hierfür zuständig, würde er wahrscheinlich sagen. Colin Wake. Ja, das ist mein Name. Hurry, Tom. Da ist er! Here is the light at the end of the tunnel. Ari! If you come in last, you won't be happy. Keine Batterien mehr. Leider verschwendet. Kann ich denn da überhaupt durchlaufen? Mann, ich muss noch nicht mal mit denen kämpfen. Krass. Ach, ganz sicher ist hier in der Toilette irgendwas. Da findet man immer tolle Sachen in den Schüsseln. Oh, ist ja kaum zu glauben, was die Leute alles runterspülen wollen. Das ist doch noch gut. Jetzt bin ich ein bisschen traurig, dass hier nichts ist. Ich gehe doch nicht zum Spaß aufs Klo. Okay, gleich. Nee, er denkt sich auch so. Ey! Ich halte hier das quasi das Universum offen. So viel Zeit muss sein. Komm. Ist doch so geil, dass der halt einfach ein Bild von sich hat.
What a corn ward set the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. Dor didn't seem happy to see me this time. Fearing the master is the root of wisdom. But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. Sehän olisik. What films? I'm a fan of your masterworks. There is Tom the Poet, my favorite, and Öden Öe is the most famous one, Jötun, of course. Yeah. And is it true what I hear, that it's coming back to cinema soon? Is there a bottom to this rumor? Oh, ich liebe seinen Akzent, ne? Ich liebe diese Figur einfach. So geil. Wahrscheinlich auch, weil er mich ein bisschen an Tom Waits erinnert. Aber ich finde, das ist wirklich... Also ein toller Typ. Also ein ganz toller Charakter. Einer meiner Lieblingscharaktere aus Spielen. Ich weiß auch nicht warum, einfach weil der so sympathisch, nett ist, aber so bodenständig mysteriös. I need to get back to my apartment. Can you help me? Well, plan is half done. You asked me to make sure you won't forget mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos you artist might took. Das ist sicherlich, war der andere, ne? Scratch. The shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Okay. Thanks, Adi. Ein sympathischer Finner. Das finde ich trifft sehr, sehr gut. Ja, du bist mir ein alter Finner. I'm looking forward to seeing Öden Öe in the cinema. But first, I work. And the work won't end even when you do it, perkele. Ah, hey, siinä. One potato at a time. Just remember, though. The brave will eat the pea soup. Eben auch schon? Na gut, gehen wir gleich hin. Doch! Wer hätte das denn gedacht? Krass. Was waren das für Kapitel? Das ist ja das zweite Kapitel, was in 15 Minuten durch ist. Ich war mir nicht mal sicher, ob ich jetzt vielleicht besser runtergegangen wäre erstmal. Aber andererseits, was kann ich schon verloren haben? Hier und da vielleicht ein paar Items. Aber man weiß ja nie, wo es eigentlich lang geht. Ich will ja immer den anderen Weg gehen, aber dummerweise erwische ich dann doch oft den Hauptstrang. Ich lasse das mal laufen, hol mir kurz noch einen Kaffee, weil die Musik ist ja schön, gönne ich euch. Nach der Musik geht's weiter, direkt hier, einfach dranbleiben.
So. Schön, dass es Artie ins Spiel geschafft hat. Nicht vergessen, Artie ist selbst ein mächtiges Wesen aus einer anderen Dimension. Man könnte in einer Nebenmission in Control sein wahres Ich sehen. Konnte man? Das wusste ich nicht. Also ich habe die Control-Nebenmission, die uns auch mit Alan Wake zusammenbringt, habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Jetzt denke ich immer mehr, es wäre mal nötig, aber jetzt ist wahrscheinlich auch zu spät dafür, ne? Simon, wie geht es Vidrian? Da müsst ihr, glaube ich, den Vidrian selbst fragen. Das ist jetzt quasi nicht meine... Weiß nicht, ich sollte darüber nichts sagen. So, sagen wir es mal so, das geht mich ja quasi nichts an. Hier kann man wechseln. Der Ari, dafür, dass er eigentlich hier... Arti meine ich, dafür, dass er eigentlich ja seinen Job gut macht. Lässt er schon überall seine schmuddeligen Dimensionspfützen liegen. Ich muss mal gerade gucken, ob hier nicht doch noch was ist. Da, ne? Wir suchen doch eigentlich die Box. Oder haben wir die schon? Haben wir die gerade schon bekommen? Nein, wir suchen die Box mit dem Kram, den wir da hingetan haben. To get to Parliament Tower, I needed to find the murder site. Zane would know where to find one. Machen wir gleich. Ich muss einmal nochmal gucken. Sah sogar aus, ne? Ob hier nicht noch was ist. Danke für die HelloFresh-Werbung. Das ist ja mal nett. Koche als Koch hast du echt mittlerweile ganz gerne. Hast du es nicht eingesammelt? Ich weiß es gerade nicht, ne? Ich weiß es gerade nicht. Gucken wir mal gleich. Ich kann das auch nur empfehlen. Also jetzt ist ja fast egal, ob ihr HelloFresh benutzt oder irgendwas anderes. Aber Essen frisch machen ist einfach das Allergeilste. Macht echt Spaß. Hätte ich auch nicht gedacht. Man muss sich am Anfang ein bisschen wie Sport immer überwinden, bis man es mal eine Weile gemacht hat. Ach Gott. Ah, er wird einfach nicht mehr gesund, der Mann, ey. Ich war mal, noch vor Corona war ich so fucking always gesund. Das hat echt meine ganzen Widerstandskräfte gefickt. Okay. I couldn't force it open. Dann müssen wir raus. Dann ist das schon der normale Weg. Der Grund, warum ich das immer extra nochmal mache, ist, weil ich halt weiß vom Spiel, dass es immer wieder kleine Ecken gibt, wo man tolle Dinge finden kann, abseits des Pfades. So, hier und dann rechts. Und deswegen war ich mir gerade nicht sicher, ob ich da nicht vielleicht ein bisschen zu voreilig schon war. Zu forsch. Warum kann man über die Twitch-App kein Prime-Abo dalassen? Das frage ich mich auch. Kann ich dir auch nicht sagen. Wenn ihr ein Prime-Abo habt, könnt ihr es gerne da lassen. Also nicht über die App offensichtlich, aber ihr könnt natürlich auch einfach den PayPal-Spenden-Link benutzen im Chat oder einfach auch mal gar nichts machen oder mal jemand anderen supporten. Muss ja nicht immer alles hier, ne? Muss ja nicht immer alles bei mir stattfinden, aber ich danke natürlich trotzdem. Tatsächlich würde ich Boni kriegen, wenn mehr als 11 Leute die HelloFresh-Nummer benutzen würden. Aber das würde ich euch niemals sagen. Weil da zahlt ihr viel Geld für eine Sache, wo ich dann ein bisschen was kriege. Und da weiß ich nicht, ob ihr das dann nicht nur macht. Also das ist ja dann Quatsch, ne? Aber wenn ihr den Kram unterstützt, den ich hier so verkaufe, wenn man so will, dann hilft es auch. Also ihr müsst teilweise auch gar nichts machen, ne? Müsst ihr nur wissen. Gibt eine große Auswahl an Content-Creatern, wo ihr gerne unterstützen könnt. Okay. Jetzt Graffiti von Scratch. Wir suchen weiter nach Zane, aber im Hotel.
Ah, wo war denn hier nochmal das Hotel? Da ist es, Ocean View, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da nochmal hin muss. Ich nehme an, jetzt wo ich es hinter mir habe, kann ich vielleicht durch die Haustür? Wäre nicht schlecht. Jetzt suchen wir Zane. Aber wie soll ich den hier finden, ne? Bei so vielen Realitäten, die man auch noch wechseln kann. Jetzt kann ich, wie gesagt, hier ja auch noch die Handlungen voranbringen. Uiuiui, schwierig. Hier, ne? Ja, vielleicht fange ich mal ganz vorne an. The plot changes shaped the world around me. Der Aufzug. Zane's room 665 was upstairs. The elevator would take me there. Der Aufzug geht auf. Ja, wie geil. Das ging nämlich normalerweise nicht. Auf euch. Demnächst kommt Outcast 2. Ich spiele das auf jeden Fall. Aber ich habe auch ein bisschen Angst. Ich glaube, Outcast 2... wird nicht so gut, wie man es gerne hätte. Aber ich hoffe, dass es gut genug wird, um die Serie vielleicht ein bisschen neu wiederzubeleben. Hier gehen wir gleich rein. Aber als jemand, der Outcast und die Special Edition gespielt hat, muss ich sagen, es hat schon echt viele Bugs. Das Spiel an sich, also das Urspiel. Ich glaube aber nicht, dass sie die alle behoben haben im Neuen. Ich glaube, die haben... mehr oder weniger dasselbe nochmal gemacht. Was okay ist, aber ob das dann reicht, um sich quasi heutzutage durchzusetzen, ich weiß es ganz im Ernst nicht. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Ich werde es auch spielen. Something told me Zane wouldn't be happy to see me this time. Ja, du sagst es richtig, Mr. Freeman. Damals war Outcast halt absolut krass. Heute leider echt nichts Besonderes mehr durch so ein Setting und so. Ja, ich finde immer noch, die Welt ist toll, aber das hatten wir alles schon mal. Und ich meine... alleine, oh, das ist ein sehr alter Wake, ne? Alleine, dass sie eine Lava-Welt haben und eine Dschungelwelt und eine Steinwelt. Also es ist sehr klassisch, Rollenspiel vielleicht auch, aber sehr klassisch Videospiel. Okay, ich bin bereit. I'm in control now. The second you try anything, I will shoot you in the head. Scratch wrote return, not me. You're a fucking liar. You'd given up. You stopped writing. You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out. And then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. A visionary. Finished. It took return and left me behind. It's still here, and so is he. I know I fucked up. But you can still catch him before he gets out, before he gets to your wife. When you get to him, don't hesitate. Ihr habt recht. Kill the bastard for what he did to us. Zane sieht wirklich aus wie Ingo Mess, unser Sprecher bei in my cinema, where my film Game Nightless Two. Night is playing. Wer hat jetzt wen? Oh Mann! Aber das warst doch du! Das war dein Regisseur, ich... I told you not to try anything! Das ist natürlich jetzt sehr intriguing, was hier im Chat passiert und mir gesagt wird.
In Control sagt Artie, dass er jetzt in Urlaub ist, man soll ihn nicht stören. Wenn man ihn trotzdem aufsucht, sieht man seine wahre Form. Er sagt einem dann freundlich, man soll wieder gehen. Thousands have gone missing. Beyond the labyrinth of me. When you're lost in your own company. And cut! Oh. Now that is drama. War also alles fake? What the fuck? I had a million questions about Zane, but I had more pressing concerns. Also Alan Wake hat offensichtlich multiple Persönlichkeiten. Eine davon ist Zane, der Regisseur. Eine davon ist Scratch, seine böse Seite, die hier aus dem Dark Place raus will. Dritte ist natürlich Alan Wake, der Autor. Es würde mich am Ende gar nicht wundern, wenn selbst Alice Teil von ihm ist. The next murder site was there. Zane had created the film in tandem with Return to escape the Dark Place. Verlasse das Hotel. Okay, das geht schnell. Aber vielleicht ist da ja noch was. Okay, jetzt bin ich über den Rückwärtsgang, aber das will ich gar nicht. Wir wollen den Haupteingang nutzen. Hast du die Schrotflinte? Nee! Das ist das Krasse daran. Ich weiß nicht mal, wo die ist. Die müsste ich schon längst haben, weil ich so viel Schrotflintenschüsse bekommen habe. Aber nein, ich habe die Schrotflinte nicht. Und ich brauche sie auch nicht. Ich brauche sie schon, aber ich nutze sie, wenn ich sie finde. Und wenn nicht, dann ist es auch gut so. In der Cocktailbar, verdammt, jetzt weiß ich es ja doch, da war ich doch. Ich war doch in der verdammten Cocktailbar. Im Ocean Hotel Dach. Da gibt es die Schroddi. Ja, aber da komme ich ja jetzt nicht mehr hoch. Jetzt weiß ich nicht. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Okay. Komme ich denn... Wir versuchen es nochmal. Komme ich denn darüber hoch? Weil ich meine, so eine Schrotflinte wäre schon geil, ne? Ganz ehrlich sagen. Wir versuchen es mal. Danke, Chat. Guter Tipp. Also, wir suchen das Dach. Und hier kommen wir jetzt wieder in diese... Aber das glaube ich ganz richtig. Hier kommen wir wieder zum Hinterausgang. Ich nehme an, ihr meint das hier, ne? Weil da kommt man ja auch fast hoch. Zum Dach. Ups. Verlaufen! Vielleicht gäbe es die Schrotflinte halt echt auch schon... Hätte ich schon beim... herkommen zum Hotel nutzen können. Hier vielleicht? Machen wir das? Nee, das schon mal nicht. Und hier war ich natürlich schon. Hier ist ja auch das Dach, aber... Ach, jetzt habe ich mich unten hingebeamt. Na gut, ihr sagt die Bar. Also ist es ja drinnen. Da gehe ich da mal hin. Ist das die Bar? Nee, ne? Das ist nicht die Bar. Es ist eine Bar. Vielleicht so. Ha! Alter, das ist hier wirklich die Schrotflinte, wie geil! Habe ich die Beine übersehen, diese geile Waffe. Yippie-ki-yay!
Motherfucker! Gut, guter Tipp. Danke, Halo-Fanboy. Da hast du jetzt mal wirklich richtig was erreicht hier für diesen Chat. Und für diesen Stream. Alle anderen können sich da mal was von abgucken. So hilft man einem geistig beschränkten Let's Player. Hammer. Das war cool. Jetzt hat sich das ja mega gelohnt. Jetzt muss ich nur noch abhauen. Hinten raus, dann suchen wir hier diese eine Geschichte. Dann wollen wir die gleich mal ausprobieren. Oh shit! Hat er mich echt erwischt noch, ne? Konnte ich gar nicht schnell genug abhauen. So, er nimmt und kommt dann noch mehr. Nee, einmal reicht schon. Okay, ja, dann halt nicht. Nimm halt zwei von den Dingern. Schön, wie in amerikanischen Hollywood-Filmen, einfach rein in den Rachen. 5, 6, 7, 20 von diesen Tabletten einfach zerkauen. So isst man seine Psychopharmaka. Wie alt bist du, Simon? 27, leider schon. Bald sind die 30 erreicht. Was mache ich dann? Dann werde ich wahrscheinlich aufhören mit Streamen. Niemand will über 30 Leute auf ihrem Bildschirm sehen. Das heißt, ich habe noch 3 Jahre, um reich zu werden. Also müsst ihr mal ein bisschen mit dran arbeiten. Das machen wir ja zusammen hier. Mein Traum ist nicht alleine zu erfüllen. Da müsst ihr mir helfen. So, raus! Lies of Mon. Ja, das so heißt ein Spiel, was ich demnächst vorstellen werde. I could see the searchlight beams of the movie theater on the far side of the plaza. Da. Okay, vorher gucken wir uns das an. Had I chosen to pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? To be a demon, to sort the clues based on my interpretation, to change that which I observed. It was all a play. Shadows on the wall of the cave. An echo of the true events that happened somewhere else. Was I there to watch the shadows, or was I a shadow too? In a performance set up for someone else. Wenn er nur wüsste, dieser fiktive Charakter, wie nah dran er eigentlich ist an der Lösung. Aber selbst ich, das ist ja immer das Schöne, man denkt, die darüber liegende Ebene an Leuten hätte irgendeine Erklärung. Ich habe ja jetzt auch keine Erklärung. Wenn jetzt Sam Lake kommen würde, nee, nicht Sam Lake, Alex Casey, und fragen würde, ey, was ist dieser Scheiß? Ich könnte es ihm nicht sagen. Ich finde deine Videos auf YouTube sehr interessant und witzig, Simon. Machst du immer diese ganzen Pornospam-Kommentare? Weil der Pornospam ist auch immer so mega freundlich. Sie machen sehr gute Videos. Ich feiere ihre Inhalte und auch das, was sie sagen. Und dann siehst du ein Bild von einem Arsch im Panga. Nicht, dass ich damit ein Problem habe. Eieiei. Oh oh. Nicht gut. Ich bleibe dabei, das Kampfsystem von Alan Wake ist nicht nur diskutabel, es sollte eigentlich nachts in den Keller runtergebracht werden und mal so richtig auf die Fresse kriegen. So, dass es keiner mitkriegt, wie in Full Metal Jacket, wo der eine, der immer Ärger macht, von den anderen mit den Socken verprügelt wird, wo sie irgendwas reingemacht haben, Kartoffeln. So muss mit dem Kampfsystem umgesprungen werden. Okay, die Cutscene habe ich zum Glück schon. Du bist ein Schatten! Okay, nee, nicht mit mir. Das ist doch Bullshit. Was ist das optimale Kampfsystem Resident Evil 4? Exactamundo! Laserpointer, eine Waffe,
die man auftunen kann, verbessern kann, wo das Gewackel aufhören kann. Wie gesagt, und dann weißt du genau, wo du hintriffst. Es ist einfach auf so viele Arten besser. Du musst sie nicht vorher noch anleuchten. Die Gegner haben nicht diese überragende Dash-Geschwindigkeit, die einfach nur da ist, weil sie sonst überhaupt keine Gefahr darstellen würden. Ist doch so. Und dann sehen die noch nicht mal bedrohlich aus. Das macht mich am meisten fertig daran. Dass die halt mega langweilig aussehen. Das sind doch keine Gegner. Das sind Fischer. Irgendwelche Stadtmenschen. Irgendwelche anzugtragenden Vollassis. Interessiert mich doch nicht. Die sollen gefälligst Gekröse haben am Kopf. Denen soll das halbe Hirn rausfallen. Das ist... Den erschieße ich. Aber doch nicht... Weiß ich nicht, den Sicherheitsoffizier, der hier die Security macht. Auf der Gamescom. Hey. Okay, komplett verlaufen. Gar nicht geil. Ich wollte an den vorbeilaufen. Aber das haben die nicht mit sich machen lassen. Aber jetzt mal ganz kurz wegen den Suchscheinwerfern. Ach, da sind die. Okay, da um die Ecke. Dann war das ja doch richtig, ne? Ich dachte, ich muss vielleicht hier rechts rum. Gehen wir halt mal hier rechts rum jetzt. Gehen wir um die Ecke rum. Ich wette, man kann da hinten auch rum. Ich will natürlich nicht in die Hauptwege der Schatten reinlaufen, weil ich dann wieder nur Energie verliere und Munition. Und dann fehlt die später. Okay, ich bin offensichtlich irgendwo reingelaufen, wo ich nicht hätte reinlaufen sollen. Okay, die wollen das nicht. Ins Dunkel. Dann laufe ich doch den anderen Weg, wo ich eben schon richtig war. Hä? Oh, komm, Diggi. Du bist doch nur ein Schatten. Hat der eine Schatten gerade mit einem anderen Schatten auf mich geschossen? Ausweichen. Standardrepertoire eines jeden in der Schule gemobbten Losers. Also kenne ich das natürlich. Immer schön wegducken, wegflinchen. Was? Bullets, Bodies and Bourbon. Der neue Alex Casey. Casey. Oh shit. Okay. Na, schade, dass ich jetzt kein Licht mehr habe für dich. Ey, ich stehe doch im Licht! Ihr habt hier eine Regel! Kann man wahrscheinlich wieder nicht lang, ne? Ja, ich will so ein Ticket. Aber der lässt mich nicht. So viel Verschwendung. Okay, ich habe ein Ticket. The heat of the murder was like a crown burning on his brow.
Natürlich. The cinema lobby was a gateway to other realities on the silver screen. I could set a scene here. Das ist gut. Was the murder. I had to find my way to it. Ja, ich dachte, ich kann es jetzt aktivieren. Nee. The words. There was a story. Da ist ein eine Erinnerung, ein Filmchen. Dazu muss ich aber wahrscheinlich irgendwo anders hin erstmal. Irgendwo hier ist noch ein Schatten da oben. Ich muss erstmal rauskriegen, welche Art von Veränderung hier rein muss. I felt like I'd been on this case looking for the cult of the word for a lifetime or more. The only case I'd ever been on. They would surface from the dark with their depraved acts of violence and fade back into the night, leaving behind bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere. Arriving at the cinema, I felt a monumental, terrifying revelation before me, ready to open its jaws and swallow me whole. This place had significance to the cult. There was something to use there. Machen wir gleich. I was missing something. Ja, ja. Jötenjö. Ist das der Song jetzt oder was? Deswegen hat er den auch gesungen, ne? Das war so sein Lieblingssong wahrscheinlich aus dem Film. Ich liebe es. Streams ja auch Fable 2. Ich habe jetzt erst gemerkt, dass Fable 2 tatsächlich auch bei Game Pass ist. Allerdings dann nur, wenn du diesen Premium hast. Deswegen habe ich es bisher nicht gespielt. Ich hatte es ja eigentlich vorzuspielen. Und dann habe ich mir gedacht, nö, wenn es das hier nicht gibt, dann mache ich das nicht. Aber werde ich noch machen. Aber erst, wenn ich mit dem anderen Kram durch bin. Did I stop writing at some point? I can't stop. There's too much at stake. Ja, aber ey, schreiben ist ja nun mal auch echt ein Marathon. Und man muss auch mal zwischendurch ein bisschen durchatmen können. Eieiei. Da kannst du wirklich noch die halbe Stadt mitfüttern mit dem ganzen Popcorn, was hier liegen gelassen wird. Da werde ich wahnsinnig. Ich bin ja eh kein Popcorn-Mensch. Ich bin ja absoluter Käse-Nachos-Fan. Wenn ein Kino keine Käse-Nachos hat mit guter Soße, ey, dann seid ihr für mich kein Kino. Dann seid ihr einfach nur ein Raum, wo ein Film läuft. Und das kann ich auch zu Hause haben mit Piraterierung. Oh, das sieht geil aus. Also holt euch fucking Nachos und hört auf mit diesem, das ist... Gehört nicht zur Kinokultur. Am Arsch gehört das. Das gehört dazu. Nachos gehören dazu. Im Maul halten. Mehr noch als Popcorn. Ich hasse Popcorn. Ich mag Popcorn, aber ich hasse es, 8 Euro für Popcorn zu bezahlen, wenn die keine Nachos haben. Oh, da
das war jetzt aber mal richtig viel. Ernsthaft? Das Ding kannst du jetzt nicht nehmen? Das gibt's doch nicht. Das kann man natürlich so nicht lassen. Haben wir irgendwas zum Wegwerfen? Ja, hier, das Ding. Nee. Och. Wirf's weg! Da. Inventar ist... Was? Aber da ist doch Platz. Für ein First Aid. Nimmt das Ding zwei Plätze weg? Ich kann's nicht glauben. Okay, müssen wir halt irgendwann nochmal hin. Vor allen Dingen gerade jetzt, wo ich wirklich auch mal was bräuchte, ne? Wo ich wirklich Energie auch bräuchte. Ja, es sind immer die Toiletten, die mich enttäuschen. Leute, triffst du da, die überreden dich, sagen, ey, ich gebe dir 10 Euro, wenn du das und das machst, dann machst du es und dann kriegst du kein Geld. Kaum hast du dich sauber gemacht, sind die weg. Das passiert mir vielleicht 3-4 Mal, aber kein 5. Mal. weg damit. Und das Ding auch. Okay. Jetzt hole ich doch noch den Kram vom Klo. Das nenne ich doch mal ein ertragreicher Raum. Was ist los, Kiste? Spielen wir hier Prop Hunt? Na gut. Da, dieser zweite Eimer, der ist sicherlich... Der ist, Kopie. Aber gut. Falsches Spiel, haben wir jetzt keine Zeit für. Karte wird natürlich direkt mitgenommen. Na, die ist nicht mehr gut, leider. Ja, was geht bei euch, Leute? Habt ihr gestern die Miami Aliens mitgekriegt? Ach, ich wollte heute unbedingt drüber reden, aber da ist es jetzt schon ja innerhalb eines halben Tages ist es schon wieder debunked worden. Insofern, aber es ist trotzdem weird. Aber da reden wir ein andermal drüber. Trotzdem ist es weird, dass es von diesem angeblichen Angriff der Jugendlichen in der Mall keinerlei Videos gibt. Das ist ungewöhnlich. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jugendliche in einer Mall mit Feuerwerk rumspielen und kein einziges Bild oder Video davon auf Social Media landet? Das ist der für mich unglaubwürdige Part. Nicht die 8 Meter Aliens, sondern der Shit. Das ist der Shit, den ich nicht glaube. Naja, guckt mal Miami Mall, wenn ihr es sehen wollt, dann wisst ihr alles. Aber seid euch bewusst, höchstwahrscheinlich ist es einfach nur etwas, was hochgejazzt wird, weil einfach niemand glauben will, dass diese schlimme Welt schon alles ist. Wir alle wollen, dass das hier nur der Anfang von etwas viel Besserem ist. Außer Leute wie Elon Musk oder so, die haben schon Himmel auf Erden. Okay. Was ich damit gesagt habe, ist, ich brauche Energie. Ich brauche Energie wie noch nie. Okay. Kann ich jetzt? Nee, ne? Ich muss gerade nochmal genauer gucken, sorry. Aber finde den Tatort. Ach hier, ich muss natürlich erst noch das verändern. Ja, ja, klar. Tut mir leid, ich habe es ja eben schon gesagt bekommen. First step toward the murder site. I was making progress. Ja, so sieht's aus. Ach, und noch so ein altes Rohr einfach nur. So ein altes Abwasserrohr.
Also wenn ihr mich mal mit einem Abwasserrohr erschlagt, dann könnt ihr es wenigstens mit einem frisch gekauften machen. Das muss ja nicht sein, oder? Das geht auch anders. Das ist ja auch so unhygienisch, so ein Rohr. Was weiß ich, wo du das her hast. Alles kann man brauchen, ne? Ich mach mal die weg. Ich brauche ein bisschen Items. Obwohl das eine sehr, sehr wichtige und sehr, sehr gute Waffe ist, hebe ich mir auf für den Moment, wo man vielleicht weiß, jetzt braucht man was für einen Endboss oder so. Oh, noch mehr. Mann, ey, was ist das für ein geiler Ort hier? Die haben hier nur geilen Shit. Hier gibt es ein Symbol zu den Wörtern der Macht. Oh, das ist interessant. Okay. Hätte ich wahrscheinlich auch ohne dich gefunden, aber diese Wörter der Macht sind schon sehr wichtig und gut versteckt, deswegen nehme ich das immer gerne hin, wenn jemand von euch da einen Tipp hat. Okay, hier kamen wir her, aber einmal nochmal alles angucken. Nirgendwo, okay. Du brauchst mir kein Bier spendieren, aber vielen Dank, ihr könnt mir gerne ein Abo spendieren oder ein Trinkgeld abgeben, aber ich versuche, auch wenn ich es wahrscheinlich nicht schaffe, aber ich versuche dieses Jahr sehr, sehr wenig Alkohol zu trinken. Mal gucken, ob das klappt. Das nehmen wir uns ja wahrscheinlich alle vor. Ich habe sogar schon heute Sport gemacht. Ja, ja. Ich habe für 50 Euro so eine dumme Sport-App gekauft, die ein Jahr gilt. Und dann habe ich heute voller Schrecken, mir ist wirklich kalt geworden, als ich gemerkt habe, fuck, ich habe die seit einem halben Jahr, habe ich die auf meinem Handy und ich habe sie nie benutzt. Das macht mich so wahnsinnig, nichts macht mich mehr wahnsinnig als Apps, die ich nicht benutze und bezahlt habe für. Deswegen mache ich das jetzt nie wieder. Aber die 50 Euro hole ich mir raus aus der Scheiße. Jetzt wird aber jeden Tag 3 Programme werden gemacht. Okay, vielleicht oben rum. Also wie wir sehen, ist hier ein bisschen was anders, aber es ist natürlich dieselbe Location. Vielleicht kommen wir jetzt hier durch. Ich weiß ja, dass ich noch irgendwas vermisse. Oh, geil. Aber gut, dass ich mir den Kram so angucke, ey. Dadurch, was ich wohl vorher schon alles verpasst habe. Möchte ich gar nicht so genau wissen. Okay, wir suchen irgendeine Tür, irgendein Item, vielleicht auch ein Pfeil, irgendetwas. Ah, hier! Da war aber gar kein Pfeil jetzt, ne? Diesmal war gar kein Pfeil. Worte der Besserung, das ist wahrscheinlich Energie, ne? Die maximale Gesundheit, die maximale Menge der in einer Lichtzufuhr wiederhergestellten Gesundheit. Oh, 50% der maximal, wenn du ein neues Wort der Macht entdeckst. Das passiert so was von selten, mein Freund. Au, oh, Räder in Rädern. Wheels among Wheels oder so. Oder so also haben sie früher in der Bibel und so beschreiben sie so ihre ja, ich will nicht sagen die Engel. Ich glaube, das waren was anderes als Engel. Irgendwie Superengel, krassere Engel. Aber auf jeden Fall werden die so beschrieben. Weshalb man ja auch heute davon ausgeht, dass das alles Aliens waren. So, maximale Gesundheit erhöht, natürlich. Es gibt ja so geile AI-Bebilderungen, wie die biblischen Engel und sowas aussehen. Alter, Albtraumalarm. Riesenaugen. Und drumherum rotierende, was auch immer? Ne, ohne mich. Okay, ja, ja, kennen wir. Hier ist noch irgendwas Wichtiges, okay. Ich habe das Gefühl, dass man hier irgendwann durch diese Tür raus kann. Irgendwann sitzt du hier, diese Tür geht auf und er kommt nach draußen. Irgendwann wird es passieren. Nee, werden die Engel nicht beschrieben? Ich habe keine Ahnung. Aber doch, es gibt, es werden irgendwelche, wie nennt man das halt, ne? Ich weiß gerade nicht genau, wie man das kirchlich nennt, aber die, all die möglichen Entitäten, die irgendwelchen Leuten irgendwas eingeflüstert haben und ihnen Angst gemacht haben, so, das sind oft diese riesigen Viecher. Es gibt natürlich auch die klassischen Engel. Nichts davon gibt es natürlich. Oh, ist klar, aber in der Literatur, da gibt es sie.
Waren es die Nephilim? Ich weiß es nicht. Aber da gibt es ja auch in... Also ich kann immer wieder sehr empfehlen... Dogma. Das ist ein wahnsinnig guter Film. Und überraschend bibelfest in dem, was da so passiert. Muss man auch sagen. Kevin Smith kennt seine Bibel. Okay, jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe das jetzt geändert und nichts ist passiert. Ich habe nur die Worte der Macht bekommen, aber keine weitere Tür. Vielleicht wechsle ich nochmal. Nee, das habe ich halt wirklich... wobei... Gerade nochmal kurz gucken. Was hier vielleicht steht. Durch die Tür. Ich hatte keine Ahnung, wer das Dora... Ein Tor... aber ich habe ihn nicht erschaffen. Ein Wesen, das die Geschichte von außen beeinflusst. Mich beeinflusst nicht nur mich. Meine Geschichten hatten niemanden erschaffen. Die Macht des dunklen Ortes hat Leben verändert. Leben zerstört. Wirkliche Leben. Aber ich konnte jetzt nicht aufhören, sonst würde die Dunkelheit siegen. So. Zane hat mich belogen. Scratch schrieb Return. Zane war ein Lügner. Er hatte Geheimnisse. Er wusste, wo die Tatorte waren. Ich werde ihn dazu bringen, die Wahrheit zu sagen. Zane hatte mit Scratch zusammengearbeitet, aber Scratch hat ihn zurückgelassen. Vor dem Kino befindet sich ein Tatort. Dort, wo der Film von Zane lief. Nightless Night, das Gegenstück zu Return. Tatort beim Kino. Casey wird mich zum Tatort führen. Ich hatte weitere Visionen, die mich inspirierten, eine neue Casey-Geschichte zu schreiben. Sie sollte dunkler werden, um mich dahin zu bringen. Okay, wir gucken nochmal weiter. Ich habe offensichtlich entweder diesen Raum da hinten oder hier irgendwas, weil hier komme ich ja nicht weiter. Vielleicht muss ich hier erst durch die Tür und dann umschreiben, aber meistens geht das ja nur im Raum. Alter, was ist denn hier los? Zwei von den Dingern? Gibt's da so viele von? Senkt den von Dunkelheitsprojektilen erlittenen Schaden. Ach nee, komm. Naja, der Schaden erhöhen, das sind die sicheren Sachen. Da macht man nichts anders. Tja, jetzt weiß ich aber überhaupt nicht mehr. Hö, was war da? Ach nur, der Pfeil. Okay, ich glaube, hier haben wir jetzt genug gemacht. Wir gucken mal. Nochmal in der anderen Welt. The plot changed the details of the world. Ich meine, dieser Kult des Wortes hat ja eigentlich jetzt auch nicht, der liegt ja nicht falsch, ne? Der hat ja durchaus recht mit allem, was er so sagt. Also das, ne? Dass die Worte eben alles verändern, dass der See die Macht hat und natürlich auch, dass unser alter Ego der Anführer ist von dem ganzen Lappenladen. Ich nehme an, das bedeutet nicht hier, der Pfeil bedeutet nicht hier links, sondern halt um die Ecke. Hm. Also wenn ich hier, okay, offensichtlich kann ich, weil das alles noch zur Lobby gehört, hier halt auch wechseln. Ist auf jeden Fall ungewöhnlich, dass man so viele Möglichkeiten hat. Aber hier ist auch nichts passiert jetzt. Hier kann ich auch noch wechseln? Okay, okay, okay.
hätte jetzt fast erwartet, dass der hier echt wird und mich angreift, aber nee, schauen wir nicht. Vielleicht muss ich dann doch dahinter. Vielleicht, jetzt wo ich weiß, dass man scheinbar auch aus anderen Räumen heraus das verändern kann, muss ich hier einmal hinter. Das ist es ziemlich sicher. Weil deswegen haben sie es ja blockiert, aber... Ja gut. Ich hinterfrag's nicht. Ceremony, or so we made our new members believe. Two of New York's finest, they had performed endless favors to earn their place among us. We had something special waiting for them, and something very special for you, Alex Casey. Who's your leader? Alan Wake? Scratch? Zane? Give me a name! You will meet him soon enough. There was no end to the corruption. It fit the genre, so I'd use it. Ja, das ist jetzt, ja, schon fertig. Das ist das dritte Kapitel der Handlung. Da ist offen, okay, das ist sehr, sehr gut. Hier ist nichts mehr, ne? Okay. Oben, ich speichere nochmal ab. Aber ich würde am liebsten auch nochmal oben lang gehen, aber ich denke, die Tür ist nicht umsonst aufgegangen. Dann gucken wir uns das jetzt mal an, diesen Film. Das ist die zweite Stufe. Die dritte ist dann auch noch da. The scene here had changed. Da, ich muss irgendwie dahinter. The urban legends circling Thomas Zane were a bottomless rabbit hole. I'd done some digging,
To film freaks, he was a mythic auteur in the art house cinema. A rising star coming to America from Finland. But he only created one film, Tom the Poet, before he went missing, mirroring the vanishing of the main character in the movie, played by himself. The biggest mystery was around his lost film, an early work made in Finland, Nightless Night, rumored to have mystic properties. Some claimed it was a snuff film, that the ritual murder in the film was an actual murder. There were no known surviving copies, but the cult chased it as if it were their unholy grail. Just like Wake's books were. Alan Wake. Da kann man sich schon fragen, ne, ob das mit Alan Wake alles zusammenhängt oder am See liegt. Schwierig. Vielleicht bedingen die beiden sich auch einander. Na, wollen wir doch mal gucken, was hier passiert, wenn ich auf die dritte Stufe wechsle. Das ist kein schöner Film, würde ich sagen. Cops had gotten their 15 minutes of fame with the cult, and it had been a scream. They were the murder victims. I had to find a way into the projection booth somehow. Okay, kurz mal die Waffe auf diesen Button hier legen. Sehr gut. Und warum das Ding nicht mal hierhin noch? Genau. Ja. It was locked from the other side. Okay, da muss ich wahrscheinlich jetzt wechseln und dann wieder hochgehen, oder? Denke ich mal. Oder hier vielleicht auch schon. Could not be opened on the side. Wake. You can't start a story. I don't. Wahrscheinlich jetzt nochmal. Ich muss gerade nochmal gucken, was die Ziele sind. Finde einen Weg in den Vorführraum. Okay. The scene changed with the story. Ja, ja, aber das ist jetzt nicht. Ich komme ja gar nicht. Na, vielleicht doch. Wir versuchen es mal mit verschiedenen Einstellungen hier. Wie ist es nicht? Wenn ich nur wüsste, das ist Standard jetzt, ne? Das ist dann das, der Kult des Wortes, da ist noch die Vorbereitung. Oh,
Ah. Master into Lockridge, you. Following your master into La La Land. A sad bunch of clowns in funny masks and hoods, pretending to be a secret society. Maybe it is you who's playing a role, Mr. Casey. A role carefully laid out for you. A puppet blindly performing the ritual steps for the glory of the cult. Huh? What the fuck have you been smoking? Nightless night. A clip of the lost film survived. You will see, Mr. Casey. In the Nightless Night, you will finally see. Nightless Night was Zane's film. It played a role in this story. Dann gucken wir uns diesen Film jetzt mal an. This story is a monster. What is this? This is your story. Mann, Leute, wie soll ich mir den Scheiß denn angucken, wenn ihr hier die ganze Zeit so drauf seid? Guter Moment, um euch wieder mal zu sagen, dass das Kampfsystem richtig scheiße ist von Alan Wake. Oh, und das ist der Grund, warum ich das so hasse. Das ist genau das, was ich so hasse daran. Rücksetzpunkte, Backtracking, scheiß Gameplay. Also, das Spiel könnte so fucking gut sein und es verkackt es aber wirklich an allen grundlegenden, elementaren Stellen, die wichtig sind für ein gutes Spiel. Es ist echt faszinierend, wie man das so auf die Art so verkacken kann. Okay, ja. Ach Gott, das ist so. Spätestens nach dem dritten Mal, wenn du dir so ein Ding anhörst, denkst du dir halt auch, okay, so geil ist es dann doch nicht, dass ich mir das 15 Mal anhören muss. Und man darf es auch nicht abkürzen. Man muss fucking warten. Kann ich das jetzt machen? Null Bock, mir das jetzt ganz anzuklicken. Urban legends circling Thomas Zane were a bottomless rabbit hole. I'd done some digging. To film freaks, he was a mythic auteur in the art house cinema. A rising star coming to America from Finland. But he only created one film. Tom the Poet, before he went missing. Mirroring the vanishing of the main character in the movie. Played by himself. The biggest mystery was around his lost film, an early work made in Finland, Nightless Night, rumored to have mystic properties. Some claimed it was a snuff film. The film was an actual murder. There were no known surviving copies, but the cult chased it as if it were their unholy grail. Just like Wake's books were. Okay. Ja. Wir sind ja schon. Wir haben ja schon auf NYC gewechselt. Ach, wie war das eben nochmal von der Reihenfolge her? Muss ich da nochmal hoch?
It was locked from the other side. Ich suche jetzt diese nächste Videosequenz. The cops had gotten their 15 minutes of fame with the cult. And it had been a scream. They were the murder victims. I had to find a way into the projection booth somehow. Das ist halt nicht das, was ich suche, ne? Obwohl der Countdown ist gar nicht so falsch. Der Countdown war jetzt nicht komplett verkehrt. Moment. It's you, following your master into La La Land. A sad bunch of clowns in funny masks and hoods, pretending to be a secret society. Maybe it is you who's playing a role, Mr. Casey. A role carefully laid out for you. A puppet, blindly performing the ritual steps for the glory of the cult. Huh? What the fuck have you been smoking? Nightless night. Survived. You will see, Mr. Casey. In the nightless night, you will finally see. Nightless Night was Zane's film. It played a role in this story. Okay, bevor ich das mache, speichere ich ab, weil das Gameplay nicht gut genug ist. Aber dann geht's auch gleich los. Dann speichert doch automatisch, Leute. Das ist doch Quatsch, mich da jetzt zu dem Kaffeeding hinlaufen zu lassen. Der Autorenraum auf jeden Fall. Zane was in the clip holding my lamp. Was he playing me in his film? Zane's lamp on the screen had no light. I could transfer the light in my lamp to his. The light of the lamp shone out of the screen and revealed the door. Alter. Das ist auf jeden Fall der Shit, weshalb ich einen Break spiele. Bei allem aufgeregt. Das ist der Kram, den ich sehen will. Ernsthaft. Ja, warum geht das nicht? Nee. Ich hätte es gedacht, ich muss hier... Ich komme halt nicht weiter. Ach so, ich muss A drücken. I was back out into the night. The seedy alley away from prying eyes was a good scene for dark deeds. Maybe I had missed something on the plot board. Hm.
Nee. Schubladen. Mein neuer Lieblingsfreund. Nee, du bleibst hier. Dich bewegen wir. Und du könntest eigentlich hier hin. Ach, geht nur zwei, okay. Mhm. Nee, ist einfach zu viel. Hammer! Viel zu viel! Was soll ich damit machen? Alter, habe ich viel Munition. Und vielleicht noch so eins, weil das werde ich gleich benutzen. Ich kann hier natürlich gleich noch mal was umschreiben, aber erstmal will ich noch gucken, was hier sonst so ist. Da kamen wir her, da sind wir runtergesprungen, ne? Das ist hier, ist der, ah geil, hier sind wir noch der Kinosaal. Kommen wir da rein? Das klingt nicht gut. Gut, dann machen wir das jetzt. Hm, drei verschiedene. Fange ich mal mit dem härtesten an. To the story. I was close to finding the solution. Das scheint schon der richtige zu sein. Wir gucken trotzdem nochmal. Ah, da haben wir angefangen, ne? Nee. Hm, irgendwas hier ist richtig, aber ich krieg's noch nicht raus. Wenn das Ding wichtig ist, warum? Es strahlt auf das W. Jetzt ist das W weg! Was?
Ah, der Lens Flare gibt das Ding hier her. Jetzt brauchen wir noch irgendwas. Ja, hier. Wo ein Lens Flare ist, ist auch ein Weg. They're gonna want us to, like, cut off a finger or something for this initiation, do you? Nah, I'm sure we'll just chant some ceremonial stuff. Nothing to it. Well, it's about time. We paid our dues, made plenty of their problems disappear, dumped all those nobodies down that chute. What we did or didn't do, it's all behind us now. We're going straight to the top, partner. Yep, like we died and went to heaven. Okay. Kann auf jeden Fall nicht manuell dahin. Also da ich ja hier nicht einfach so rein kann, ne, weiß ich jetzt nicht so recht, was von mir erwartet wird. Der Kult lädt hier seinen Müll ab. Da ist auf jeden Fall irgendwas Unangenehmes. Achso, nee, das stand vorher schon da. Der Polizeiwagen ist, glaube ich, nur wichtig, damit man ihn an- und ausmachen kann, oder? In the city trapped in eternal night, they watch the film where the night never arrives, where the night hides in your mind. Also es hat irgendwas hier mit dieser Chute zu tun. Ein bisschen erinnert mich das an Ravenous Devils, ne? Wo man oben die Leute massakriert und unten aus ihnen leckere Pasteten macht. Okay, nee. Aber da ist ja... Ah, jetzt vielleicht. Klar, wenn ich hier hingehe... Ja, klar. Deswegen auch diese ganze Wehgeschichte, dass man irgendwie sich das genauer anguckt, diese Ecke. Straight to the top. The dirty cops look down at the city. Their city. They had committed repulsive deeds to get there. They told themselves it was worth it.
Diese Titel sind alle so scheiße, Murder Casey. Okay, gehen wir gleich lang. Ah, wenn hier nicht irgendwas Geiles ist. Nahezu nix. Aber hier hinter vielleicht. Ja. Geil, das war richtig gut. Ein guter Fund. Ja, wir wissen es. Der Ari. Okay, der war scheinbar zu. Sonst wäre das jetzt nicht kein Umweg. Hey, Tim. New map, huh? Yep. Like, I've never been to New York, but this ain't it. I heard you humming again. Yeah, I can't get this song out of my head. It's a real earworm. I hear it in my dreams. I know that song you keep humming. It's the theme from Night Springs. That old sci-fi show? Sci-fi horror anthology. I used to write for a long time ago. Look, it sounds a bit nuts, but I think the song is connected to Door. Or, it's my subconscious telling me that this is all pretty out there. No, oh, das ist ja doppelt schlimm. Fake out. Ja, Moment. Ach, da ist ein Speicherraum wieder, ne? Ja. Ich finde das sehr gut. Die sind gerade sehr großzügig verteilt. Und muss man sich irgendwie nie Sorgen machen. Ich hab so viel. Ich hab zu viel. Ich kann bald einen eigenen Shop aufmachen. Eine eigene Apotheke. Ah, ja. Für irgendeinen Endboss habe ich auf jeden Fall eine Menge Leuchtpistolen-Munition. Da bin ich bereit. Oh, hier kann man bestimmt, oder muss man auch bestimmt, jetzt noch was verändern, damit man hier wieder weiterkommt, ne? Hier ist wohl keine Leiter. Das ist nicht gut. Ha, und was jetzt? Das ist es nicht. Obwohl...
Nee. Was ich brauche, ist eine Treppe oder so. Eine Leiter, die mich weiterführt. Someone had fallen to their death from the rooftop. Don't you fucking move, or I'll blow you away. You got me, Mr. Casey. I'm all yours. Go ahead. Ask that burning question in your mind. How did you do it? How did you get me into that film clip without my remembering it? Talk to me, damn it! You've seen the film? Good, good. Now you're ready to meet the Grandmaster. He's waiting for you in the projection booth where everything will be revealed, where he will project a new reality onto this one. And now, Mr. Casey, I've played my part to the end. No, no, no! Crazy bastard! Why'd he jump? The projection booth. Was that where I'd find the murder site? Ja, falls ihr gerade, einige Leute sind ja gerade frisch dazugekommen, wenn ihr das noch nicht kennt, das Spiel, ist schwer, das jetzt alles zusammenzufassen. Wir sind in einer Albtraumrealität und versuchen rauszukommen. Da ist aber noch viel, viel mehr drumherum, aber das ist so die grobe Essenz. Und die hier sollte man besser in Ruhe lassen. Ich bin doch gerade schon am Abhauen. Oh, ist das ein Kampfsystem aus der Hölle. Wirklich, das halte ich von eurem Kampfsystem. Alan Wake, Entwicklerteam, Remedy. Ich weiß genau, wo ihr seid. Ihr seid Schweden. Finn. Aber Finnland ist nicht so groß. Ich kann euch finden. Finn, deswegen ja Finn. The projection booth. Was that where I find the murder site? Ja, der erste Teil reicht, um Alan Wake zu verstehen. Auf jeden Fall. Gibt noch ein bisschen mehr, was man gucken könnte, aber der erste Teil ist ein guter Anfang. Gibt's ja eine Remastered Edition, kann ich dir sehr empfehlen. Ist jetzt die neue Szene. Vielleicht reicht das ja auch, um runterzukommen. Nee. Weiß gar nicht, ob ich überhaupt richtig bin, ne? Vielleicht muss ich auch anders langlaufen. Nee. Ich muss hier anders runter. Aber da ist doch hier diese... Aber die führt nicht hier hin, ne? Die soll hier gar nicht hin. Okay, komm, einmal versuche ich noch. Vielleicht ist es ja doch noch eine andere... Hatten wir schon Kult des Wortes, der Anfang, ne? Jetzt haben wir gerade Teil des verlorenen Films. Ich weiß es nicht mehr. Aber das hier ist es nicht. Sonst hätte sich hier schon was verändert. Jetzt muss ich doch wieder hoch.
Nein. Okay, ihr sagt, ich war richtig. Na gut, dann probiere ich das noch. Da habe ich nur die falsche Szene benutzt. Nee, das ist auch falsch. Nee, hier bin ich auch falsch. Obwohl, vielleicht kann ich durch die Tür. Ja, das kann sein. Also diese ganze Logik hier, die kann euch niemand erklären. Das ist einfach Traumlogik, wenn man es so will. Aber man gewöhnt sich dran. Shit, sind die jetzt überall hier? Aber hier komme ich jetzt ja nicht mehr hoch. Nee. Keine Speicher mehr. Oh. Muss reichen. Puh. Okay, hier oben kommen wir halt nicht hin. Vielleicht, wenn ich jetzt den Großmeister mal probiere. Nee, gar nichts. Okay, jetzt kann ich da runter. Das hier ist super ekelhaft. Kann ich aber auch nicht. Ich kann mir das mal anhören. Okay. Euch eingefallen, Leute, wenn ihr das Spiel spielt, spielt es mit Story-Einstellungen. Das Spiel hinter der Story ist leider einfach wirklich unterdurchschnittlich. Es ist wirklich... Es macht null Spaß. Je länger man spielt, desto weniger Spaß machen die Kämpfe. Weil die dich immer auf irgendwelche Gleise setzen, wo du dann kämpfen musst. Aber eigentlich musst du nicht. Vielleicht hast du Energie, vielleicht nicht. Vielleicht Muni, vielleicht nicht. Aber wie will ich denn hier entkommen? Es geht ja gar nicht. Die blockieren den ganzen scheiß Weg. Also ich muss wohl den langen Weg gehen oder so, weil das hier nicht geht. Das ist jetzt der Großmeister-Schissel. Der letzte Szenenapplaus sozusagen, den wir hier kriegen, hoffentlich, wenn wir es bestehen. Ja, der Vorführraum ist offen. Sehr gut. Lass mich hier doch nicht vorführen. Hey, warte, Moment. Nee, das ist nicht der Vorführraum. Das ist doch der Raum, durch den ich herkommen bin, oder? Ja.
Hä? Ja, es ist wirklich derselbe Raum. Wofür gebe ich da meine Muni aus? Nee, 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 das ist Bullshit. Das ist Bullshit-Spiel. Gott, dieses Spiel mit seinem Kack-Gameplay. Wirklich. Es macht einfach wirklich null Bock, Leute. Spielt das Spiel nicht auf normalen Schwierigkeitsgraden. Spielt es einfach auf dem Idioten-Schwierigkeitsgrad, weil dafür ist es scheinbar gedacht. Warum soll ich meine Muni jetzt ausgeben für Gegner, die gar nicht, die endlos wiederkommen? Das ist doch voll dumm. Als Maul gibt die Scheiße wieder her. Das ist mein Licht. Okay, nee. Ah! Habe ich die echt noch vergessen? Habe ich bestimmt einmal eingesammelt und dann aber bin ich gestorben oder so. Okay. Aber ich will ja eigentlich... Nee, nee, das gibt's hier einfach nicht, ne? Muss noch woanders. Muss das nochmal vorher wechseln. Eben hatten wir Beste aus NYC. Ich kann das nicht... Ach, Moment. Nee, klar. Das war ja klar, okay. Wir sind in der Theaterhalle, genau. Dann machen wir hier jetzt den Großmeister. Da steht er. Dark, but the story had to be dark. Ha! Doch noch was. Noch mehr, ey. Nee, leer. Scheiße. Gesehen, ich kann wegen der leider nicht hin. Ha! Großmeister, was geht denn ab? I found myself in a maze of film. Bin natürlich in den Film. There had to be a way to the projection booth from here. So. I wasn't alone. Das finde ich schön, Ocean, dass du das Spiel verteidigst. Da wird dir Remedy sicherlich ein Bonuspaket schicken. Mit einem Haufen alter Scheiße. Aber den hast du dir wirklich verdient.
Das sind eine Menge Filme. Da kannst du eigentlich den ganzen. Die ganze Zeit da einen Film nach dem anderen gucken, wenn du da schon irgendwie in deinem eigenen Kopf abhängst. Die sollen nicht alle mal chillen. Die sollen alle mal ein bisschen Filme gucken. Archie kriegt's doch auch hin. Oder Artie. Artie kriegt's hin. I was back where I started. A loop within a loop. I had to keep going. Okay, Halo Fanboy, jetzt fängst du an zu nerven, ne? Also, ich habe jetzt die ganze Zeit nichts gesagt. Du hast jetzt irgendwie 90% des Chats vollgespammt. Dann spielst doch selbst. Das wäre mir vielleicht dann auch lieber, wenn du es dann selbst spielst. Also, ich brauche mich auch nicht von dir vollabern lassen hier. Dann lass es einfach und geh raus, bitte. You're a clown in a mask. I'm not the one wearing a mask. Also bitte Fresse halten, ne? Danke. Und wieder ist so ein Loop. The Casey in the story was losing it. I wasn't far behind. Okay, das ist auf jeden Fall kein Loop jetzt. I was back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the murder site. Ja, ja. Da ist sowas. I'm here, you son Hello? Of a bitch! Hey! Show yourself! Who was that? Who said that? That's a real clever trick, asshole! It's gone. But I saw someone. Okay, das erklärt's aber irgendwie. Ja, exakt so sieht's aus in Schröckerts Kopf. Wenn du Schröckert fragst, ey, hast du diesen Film gesehen? Dann geht er in seinem Gehirn, geht er hier an diese Filmrolle, guckt er sich den Film noch 2-3 Mal an und das geht alles in atemberaubender Geschwindigkeit. Aber dann hat er für dich ein Review und eine Meinung. Nee, das ist nicht der Ausgang, ne? Sonst würde es nicht versperrt sein. Ja, sage ich doch. Ey, Kies! Was ist denn mit dem Kies los? Jetzt guckt der hier auch schon rum, oder was? Du bist ja wahnsinnig. Kies, mach das doch nicht. Geh doch zu echten Gamern. Guck dir nicht das Fake Gaming vom Nulpen Simon an. I was back at the beginning again. Siehste? I had to keep going. Find a way to the murder site.
I'm here, you son of a bitch! Show yourself! Shut up! Shut up, trick ass! Oh God! You can run, but you can't hide! Who's there? Look, you got the wrong guy. I'm not Alex Casey. I only play him in the movies. He's just a fictional character. What's going on here? Das Geld ist sogar seine Originalstimme, ne? You don't have to go get that knife and stab me. You can just give up and go back. Forget about the ritual sacrifice to open the way forward. Mann, du hättest echt das Maul halten sollen. To open the way. Also, das ist super interessant jetzt, weil das checken die wenigsten. You don't have to become a monster. Er hat ja, der, also Sam Lake, ne, ist der Autor. Oh, no, you don't. You'll be sorry. Und er spielt eben seit Max Payne schon immer diverse Rollen, synchronisiert die aber nicht. Und das war jetzt aber die Original-Synchro-Stimme von Sam Lake, wenn ich mich nicht irre. Nein, Mr. McFly, das hast du falsch. Das Kampfsystem ist nicht mischt. Frag mal die krassen Leute im Chat. Warte mal, wer waren das? Muss mal oben gucken. Da sind auf jeden Fall einige, die wissen es besser. Die können dir erklären, warum du falsch liegst. So, jetzt will ich aber langsam raus aus diesem Filmarchiv, aus dem Schröckschen Filmarchiv. Diese Überblenden sind so toll gemacht. Da hätte man fast ein eigenes Spiel daraus machen können. I was getting close. Mhm. Okay, das ist jetzt hier die letzte Geschichte. Hoffe ich. Makes any sense is in your psychotic brain. As a fictional character in a story, you've fulfilled your purpose. You brought the writer of the story here. You can go now, Casey. No, I'm not going anywhere before I get some answers. How was I in that movie? Why does all this feel so familiar? What? Who the fuck are you? Who the fuck am I? No! And welcome to you, Alan Wake. What the hell? This is the ritual to lead you on. We are just one step away from your final destination, Mr. Wake. But first, here's an unanswered mystery for you. If Casey was fictional, and you assumed his role as a detective, are you now fictional too? Whose story are you living, Mr. Wake? The visions were getting under my skin, coming too close for comfort. Not a separate layer, but mingling with my own reality in the dark place. Na, es ist wirklich wahr, macht einem direkt Max Payne-Vibes, wenn man Sam Lake so als Schatten mit Knarre sieht. Es ist einfach krass, was das ausgelöst hat, diese reine... Also die Stimme von James McKenna ist sogar also fast noch ikonischer als das Aussehen, weil das Aussehen von Max Payne wurde ja durchaus häufiger geändert. Aber ich finde, dass dieser Mantel, die ausgestreckte Waffe, so dieses Bedrohen von irgendwem, um irgendwas anderes rauszukriegen, dazu noch so ein kehliger Monolog, es ist einfach für mich ultra Max Payne. Und ich bin super traurig, dass der Sprecher nicht mehr am Leben ist. Aber es ist wirklich... Did I miss something? Ich freue mich so, wenn sie Max Payne endlich wiederbeleben, weil das einfach echt, einfach eine Ikone ist des Gamings. Und Remedy ist definitiv einer der besten Entwickler. Kampfsystem nicht so sehr. Das verstehe ich auch nicht. Jemand schreibt auch gerade im Chat, dass Control ja ein gutes und also selbst Quantum Break hatte ein okayes Kampfsystem, was super sperrig war, aber gerade gegen Ende hat man es dann meistens gecheckt, ach, ihr wollt, dass ich schnell rumdashe, das mache und weiter dashe und dann das mache und
irgendwann hat man es gecheckt, was die Entwickler eigentlich wollten. Bei Control hast du von Anfang an genau das, die Kontrolle über deine Kräfte und sieht geil aus und macht Bock. Hier ist es halt, mir egal, was Leute im Chat sagen, einfach mega lame und mega schlecht. Und als Alan Wake-Fan kann man das auch sagen, das ist ihr schlechtestes Gameplay bisher. Da ist sogar das Gameplay von Alan Wake 1 besser. Ich habe jetzt keinen einzigen Test gelesen, aber ich wette, dass in allen Tests genau das steht. Zumindest, dass das Gameplay nicht gut ist. Das ist ja dann egal, wenn man sich mit so einem Spiel wegen der Story und den Charakteren und der ganzen anderen Sache. Aber man muss nicht nur, weil man ein Spiel mag, jeden Dreck auch noch feiern. Das ist einfach, das ist unnötig. Okay, ich kann hier nichts ändern. Kann ich denn zurück? Ah, jetzt ist hier, wenn ich zurückgehe, wahrscheinlich irgendwas anders. Okay. Jetzt kommen mal Farben zurück. Eben war es ja noch schwarz-weiß alles. Nein, nicht Coffee World. The murder site. The mask was the key. Pale balloon in the sky float and sink deeper. Night springs when bright falls for the sleeper. The surface disturbed, the reflection now a traitor, and the canity of the skull turned to a crater. This is the ritual to lead you on. Your friends will meet him when you are gone. I was traveling deeper into the dark place. The poem on the wall was growing at the same pace, dogging my footsteps. Like my unwanted shadow moving in the corner of my eye. It wasn't my writing. I didn't know what it was. A terrible prophecy. A curse. Looming over me. Ja, die deutsche Übersetzung ist nicht immer so gut, aber hier hat sie jetzt eigentlich mal gepasst. Ach, die armen Kerle, ne? Die wollten doch einfach nur ihren Job machen. Ach, das waren aber eh die Dreckschweine, ne? Das waren die schlechten Cops. Die Verräter-Cops, die Mörder-Cops. Okay, die haben es verdient. Glaube ich. This is how I could help her. Saga Anderson, listen. I've been tricked. Scratch wrote returned. I tried to fix the story, but he stopped me before I reached the end. He has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape? Wait, Scratch. I need to stop him. I need to stop him before he gets out. He's after Alice. I'm still trapped, but I'm making progress. I wrote you in to be the story's hero. Scratch made a horror story. I need to match the genre. It has to be dark, but the hero can break through, save her family, save us all. Save her family? Are you talking about my family? Yes. Whatever you're doing, it's working. You just need to keep going. If we have Ben in the horror story... I was closer now. Closer than ever before. But there was no time to lose. Everything was hanging in the balance. I could still lose it all. Parliament Tower. I had to make it work this time. I could stop Scratch, get the manuscript, fix its ending. Das sind schon leider ganz kleine Backtracking-Meister hier bei Remedy. Okay, das war, was die Kämpfe angeht, finde ich nicht so schön und ziemlich holperig und auch gerade so mit diesen engen Gängen und dann kommen die Gegner entgegen. Hasse ich wie die Pest. Aber das sind immer nicht die Highlights des Spiels. Dafür hatten wir, finde ich, schon einige jetzt. Da waren einige Sachen, die mich total gefesselt haben. Ich mag es immer, wenn diese Grenzen zwischen dem virtuellen Spiel und der virtuellen Filmaufnahme von echten Menschen, wenn die verbunden werden. Ich fand es super, dass man ein bisschen mehr über den Door erfahren hat oder zumindest mal dieses Gespräch hatte mit ihm, wo klar wurde, okay,
Ich weiß genau, was hier abgeht. Wir können jetzt aufhören, so zu tun. Weil vorher waren das ja immer noch im Rahmen der Show. Das war die Talkshow. Er hat uns behandelt, als wären wir irgendwie ein Gast, der einfach nur leichten Schaden hat. Also muss ich sagen, ist ein tolles Spiel. Es kriegt niemals, würde niemals von mir eine 10 von 10 kriegen. Nicht mal eine 9 von 10. Ich würde sagen, eine 8 von 10 ist fair. Angesichts der mannigfaltigen Makel. Aber in der Simon-Skala, in der nach oben offenen hin, Simon erträgt auch Sachen, die ihm nicht gefallen, wenn er dafür Sachen kriegt, die er geil findet. Was ist da jetzt für eine Analogie vielleicht? Geschlechtsverkehr im Schlamm. Wobei, ich mag Schlamm. Aber ihr wisst, was ich meine. Man kriegt was dafür, man erarbeitet es sich, dann ist es okay. Insofern finde ich auch, dass es auf der offenen Simon-Skala immer noch eine 10 von 10 sein kann. Aber ich kann das nicht ernsthaft Leuten empfehlen. So, man muss schon wissen, was man hier kriegt. Und das werde ich dann als nächstes auch machen. Jetzt hat sich Halo Fanboy nochmal gemeldet. Es wäre echt mir wirklich lieb, wenn du in Zukunft einfach aufpasst, wie du schreibst, was du schreibst. Es ist einfach die Art, wie du schreibst, die manchmal auf jeden Fall so eine gewisse Abwehrreaktion hervorruft. Und du musst nicht jedem Troll, der reinkommt und rummeckert, sofort nach dem Mund reden. Dann kommen wir hier nämlich gar nicht mehr klar. Also das wäre mir wirklich lieb, wenn du da einfach in Zukunft aufpassen würdest, weil du bist ja nicht alleine hier. Ich mache das ja auch für die YouTuber und so. Es ist okay, wenn du der Ansicht bist, dass ich nicht so spiele, wie du willst. Aber dann musst du echt woanders zugucken. Es gibt halt leider wenige, die das noch spielen. Mir liegt es aber sehr am Herzen, deswegen spiele ich das. Ich spiele es sicherlich nicht, weil ich die Kampfsysteme so geil finde oder weil die Klicks so gut sind. Beides ist miserabel. Also ich mache das für mich. Und dann will ich schon Spaß haben. Und wenn dann Leute kommen, die ganze Zeit meckern, das macht null Bock. Das verstehst du sicherlich auch. Das ist ein guter Vergleich. Wie Amber Heard. Sie kackt dir aufs Bett, aber du hast Sex mit ihr. Wichtig ist nur, dass du den Sex vorher hast und sie danach aufs Bett kackt, weil dann ist auch egal. Aber wenn sie vorher ins Bett kackt und du dann mit ihr Sex haben musst, in dem zugekackten Bett, da möchte ich gar nicht drüber reden. Okay, in diesem Sinne, hab euch alle lieb, alles ist gut, wir sind wieder da, wir spielen jetzt aber wahrscheinlich, spielen wir jetzt nochmal weiter? Nee, komm, wir haben jetzt ein schönes Kapitel, ein schönes Ende gefunden. Ich drück nochmal fortfahren, weil angeblich soll es noch ein Video kommen. Nee, denn ich muss vorher noch in den Parliament Tower. Soll ich das vielleicht noch machen? Vielleicht sollte ich das noch machen. Aber wir haben jetzt das Kapitel beendet, das ist schon okay. Aber ich kann jetzt auch gar nicht abspeichern, fällt mir gerade auf. Ich kann ja gar nicht aufhören. Ich habe kein Safe Reno. Vielleicht hier, hinter war doch was, ne? Wie gesagt, nee, du hast Wäschi, du hast das falsch verstanden. Also, Kack im Bett ist schlecht, das stimmt. Aber Alan Wake ist auf der normalen Skala, auf der Fun Generation 10er-Punkteskala ist es meiner Ansicht nach eine 8. Würde ich geben, wenn ich das jetzt testen würde und hätte eine 10er-Skala, könnte ich dem Ding nicht mehr geben. Ich würde aber im Text enorm herausstellen, dass das ein beeindruckendes Werk ist. Dass das schon Kunst eigentlich ist und deswegen auch nicht jedem gefallen wird. Also das würde ich dann schon reinschreiben. So, wir gucken mal gerade, ob hier noch was kommt, bevor wir das Ganze dann später nochmal machen müssen. Spielen wir kurz noch bis zum nächsten Spielstand. Film läuft. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Licht aus! Jöten jö! Geil. Das ist jetzt der Film oder was? Da läuft jetzt aber nicht der ganze Film. Da läuft jetzt ein 5-Minuten-Ding oder so, ne? Aber ich liebe es. Ich liebe es jetzt schon. Dass sie das so machen, ist halt einfach nur geil. Aber ich brauche volles Bild. Mitte. Oh, geht nicht. Scheiße. So ist doch ganz gut. Was, geht der 3 Stunden? Das glaube ich nicht. Das glaube ich dir nicht.
Wir gucken den komplett, ne? Ich hoffe, der geht jetzt nicht so ewig lang. Aber das ist mega spannend. Ist doch geil. Frage ist eher, wie kann ich den noch größer machen, den Film? Mach mal das Spiel ein bisschen größer, damit ihr den Film auch seht. So ist doch gut. Er ist die Figur von Alan Wake. Er landet aber in dem Raum, in dem Alan Wake schreibt. Jetzt kommt er auch noch zu Ari. Ne, Arti, ne? Ari, Arti. Onko täällä ketään? Ahti. Es ist immer noch ein geiler Shot. Es ist einfach fantastisch. Wie haben die das gemacht? So gut. Sanovat, se joka varjoon tyytyy, valon ihmeestä paitsi jää. Aber er taucht ja in seinem eigenen Film auf, ne, Arti? Jetzt hat es ein bisschen Midsommar-Vibes, ne? Lähde kanssani. Mutta vasta tämän yön jälkeen. Oh, ihr seht die Untertitel gar nicht, ne? Wo sind die denn? Ihr seht die nicht! Oh, es tut mir leid! Und ich habe die ganze Zeit schon... Tuliko hakemaan anteeksi antaa?
uutiset mistään paluusta ovat ennenaikaisia. Tulin vain käymään. So viel wurde da nicht gesagt, vertraut mir. Touhu täällä on. En viivy kauaa. Missäs veljesi luuraa? Ist die Engelt. Rupes käymään aivoonsa äänen länkytys. Uudellain mestarille. Mutta ei se paskaveli kelvannut edes siihen. Sä olit mestarin valittu. Vaikka mä koskaan ymmärtänyt, että miksi. Wütend trinken sie ihren finnischen Elchschnaps. Mitä? Nyt tuli tupen rapinat, poika. Leikataan parta! Leikataan pojalta parta! Miksi palasit, kun kerran lähdit? En aikonut. Mutta nyt löydän itseni täältä. Nyt on kai kirottu. Kirjoitettu sadistisen kirjailijan tarina. Kierrän kehää. Maa on syklinen laulu. Mites siellä valtion kontrollivirastossa menee? Aus control? Virasto. En ole siellä töissä. Ah, okay. Weil er arbeitet ja fürs FBI, nehme ich an, oder so. Sein Boot gut. Nicht für die Polizei erfahren, ne? Also ein normaler, ehrlicher Cop. Tämän tilan isäntä katosi yön selkää vuosia sitten. Sen jälkeen, kun sinä lähdit. Merkit on ilmassa, että multakin loppuu hommat pian. Siksi kyselen virastosta. Ehkä saan sieltä töitä. Trinkt man das so? Ach Leute, zu viel Kräuteraufguss, ne? Dann endet das so. Mann, Sam Lake ist wirklich ein hübscher Kerl, ey. I would bang him. Über Männer darf man das noch sagen. Keine Sorge. Die trinken alle diesen komischen Kram. Das ist ganz sicher irgendein mysteriöses Zeugs. Finnische Elchtränen. Das hat total die Midsommar-Vibes gerade. Lady, ich hab doch schon getrunken. Was ist los? Wirst du von der Firma bezahlt oder was? Bäh. Da wird mir richtig schlecht, wenn die immer diesen Schnaps so literweise wegkippen. Jetzt sieht er aus wie Max Payne 1. Tämä riitti vie sinut tuon puoleiseen. Die Figur trifft ihren Schöpfer. Und beide sind gefangen in dieser fiktiven Schwurbelwelt. Sanotaan, että Alleen kurkotti liian pitkälle yön syövereihin. Eikä löytänyt sieltä enää pois. Kannattaa varoa sinä Aleenin mustaa leskeä. Taisit olla vähän heikkona häneen. Pelkäsin häntä. Me pojat oltiin aina vähän
toivottomia naisten kanssa. Nackt, nackt, da ist er! Nackt! Ja, da kicken die Kräuter. Deswegen trinkt man nicht in der Sauna. Das ist so ein einfach so ein richtig ganzer Pilz, ne? So ein Mario-Pilz, einfach komplett ganz ausgekotzt. Der war wahrscheinlich im Schnaps. Hat er nicht gemerkt, weil er schon so besoffen war. Eieiei. Sam Lake wollte einfach mal nackt durch den Wald laufen. Es ist doch so. Es ist zwar ein alter Traum von ihm. Also das ist ja quasi das Ritual, das wir jetzt auch beinahe vollführt hätten mit dem Messer. Und ich nehme an, das soll diese Snuff-Film-Geschichte sein, die angeblich vielleicht sogar echt war. Im Kontext der Story natürlich. Oh nein, es ist nur der Regisseur-Idiot. Ihr könnt jetzt aufhören, den Bauch einzuziehen. Das hilft jetzt auch nicht mehr. Der hätte es ein paar Wochen vorher halt anfangen müssen mit der Hollywood-Diät. Okay, das Steroide. Ja, ich muss auch sagen, ich würde auch Sam Lake Filme schauen. Da war Spirale. Der arme Kerl. Also, haben wir was verstanden? Nein. Und so wissen wir, dass es ein Arthouse-Film gewesen sein muss. Den uns höchstwahrscheinlich nur Wolfgang M. Schmidt unter Verwendung
zahlreicher Philosophen erklären kann. Ich selbst kann dies nicht. Ich bin nur hier, um für euch schlecht zu spielen. Zumindest wenn man auf Leute wie Hello Fanboy hört. Nee, es war ein guter Film. Null verstanden. Aber der hat mir was gegeben. Und ein bisschen was nehme ich da auch mit. Ich weiß nur nicht genau, was. Auf jeden Fall den Kaugummi unter den Füßen, den ich mir hier reingetreten habe. Und vielleicht auch noch ein paar von den halbfertigen Popcornbechern. Das schmeißen die doch sonst weg. There wasn't enough alcohol in this city to drown the memories of this nightmare, but I'd damn well try. This case would never be closed. I had more questions now than at the start. The irony of being trapped in a postmodern detective story. I felt watched. The eyes of some unseen audience on me. I wanted to turn to the hidden camera and tell them to fuck off. But I didn't know where to look to break the fourth wall. Das ist so gut geschrieben. There would always be another case for Casey. A million stories in this dark city. The night opened up to welcome me. I walked into her arms. Roll credits. Ach, wie gern ich das alles hab. Auch wenn ich es nicht alles verstehe. Da will ich gar nicht so tun, als ob ich jetzt hier der Typ bin, der das versteht, was hier eigentlich genau passiert. Aber ich nehme an, dass man am Ende schon ein bisschen mehr verstanden hat von den Dingen, die hier um einen rum passieren. Jetzt muss ich aber erstmal wirklich speichern. Das ist eigentlich die eine Sache, die ich immer noch nicht geschafft habe. Doch, hier rechts. Hier rechts kann man speichern. Okay. Oh, das waren jetzt nochmal schöne 20 Minuten. Stellt euch mal vor, wir hätten das jetzt verpasst. Das wäre wirklich schlimm. Ich hätte das richtig schlimm gefunden. Ganz im Ernst. Wenn ich den jetzt verpasst hätte, einfach weil ich durch die Pause beim nächsten Mal, ah, oh, wo geht's raus? Ah, da geht's raus. Da wäre ich ja gar nicht mehr ins Kino gegangen. Danke an dieser Stelle an Halo Fanboy, der wirklich viel geschrieben hat, aber vor allen Dingen auch wirklich gute Sachen geschrieben hat, nämlich, dass ich mir das Kino angucken soll. Er hat mir geholfen, hier durchzukommen. Ein, zwei Sachen waren auf jeden Fall ein bisschen kniffliger. Wie gesagt, habe ich jetzt mehrfach gesagt, enge Gänge und da dann einem diese schattenartigen, hin und her seppenden Gegner, ach, von mir aus macht's, aber da habe ich irgendwie schon 100 Mal Besseres gesehen. Und ich habe eine Menge Spiele in der Art gespielt. Also wirklich eine fucking Menge. Wenn ich dann sage, dass ich das nicht so gut finde, ist das eine solide Wertung. Das ist eine solide Wertung. Aber wenn ihr es gut findet, okay, good for you, ist vielleicht dein erstes Videospiel. Aber gut ist was anderes. Also du machst keine engen Straßen und haust da Gegner rein, die einen blockieren. Das ist bescheuert. So, oder dann sorgt dafür, dass die Gegner einem am Ende Munition geben, sodass man nicht die ganze Zeit das Gefühl hat, ich muss an allem vorbeirennen, weil das geht in Silent Hill 2. Da ist es gut gemacht, da sind die Kämpfe auch scheiße, aber du vermeidest sie, weil du sie A nicht brauchst und B, sie so unglaublich nervig sind mit diesem Klumpenhauen die ganze Zeit und dann, wenn du eine Waffe hast, fängst du ja nicht an, die alle wegzuballern, wenn sie auf dem Weg sind. Aber da ist es auch so, da hast du auch lange Gänge und dann sind immer die Gegner direkt in der Mitte und du musst entweder drum rumlaufen, was nicht immer geht, oder eben sie wegballern. Kann man jetzt, wie gesagt, unterschiedlicher Meinung sein. Meine Meinung habe ich euch gesagt. Mit diesem ganzen Thema geht es aber noch weiter. Das nächste Mal, wenn ich mir das Spiel zur Brust lege, 22 Stunden habe ich schon. Ich bin aber auch sehr langsam. Ich gucke mir alles an. Ich diskutiere mit den Leuten. Ich erzähle irgendeinen Quatsch. Also das ist, glaube ich, noch ein bisschen. Ich würde jetzt mal sagen, so von dem Feeling kommen wir jetzt überhaupt erst in den dritten Akt. Und das wären dann hier rein rechnerisch nochmal so, ja, 8 Stunden kommt schon hin. Also so 30 Stunden nehme ich an, wenn ich jetzt auch noch überlege, dass wir ja auch noch Saga Anderson spielen. Das müssen wir ja gleich auch noch. Also da kommt ja dann echt noch einiges zusammen. Ich bin jetzt aber fertig. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, Geduld und Zeit. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder was gibt mit Durchspielgarantie. Also Elden Ring 2 wird noch durchgespielt. Ich sag's ja nochmal, Elden Ring 2, Dino Crisis 2, Hotel, das sind die nächsten Titel, die ich auf jeden Fall durchspielen werde. Alles andere wird nur angespielt, bis ich wieder was habe, was sich lohnt. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einfach nur noch einen schönen Tag. Gerne schicke ich euch noch woanders hin. Und dann könnt ihr ja vielleicht da nochmal schön von diesem Stream erzählen,
was der euch alles so gegeben hat. Lethal Company wird da auch gespielt. Ja, das werde ich mir jetzt auch mal angucken. Ich habe es mir runtergeladen, gekauft. Ich werde es heute mal spielen. Ich muss noch jemanden finden, der das mit mir spielen will. Habt ihr jemanden, der jetzt streamt? Dann würde ich euch hinschicken. Denzel. Okay, das ist gut. Und ich finde es auch gut, dass ihr es so ähnlich seht. Es ist kein Spiel zum Durchrushen. Das ist es einfach nicht. Oh, wo ist denn der Chat jetzt? Eigentlich sollte doch hier der Chat. Nee, hier ist ja alles falsch. Werbung ist falsch. Das beschnittene Ingame ist auch falsch. Ah, und der Chat, wo ist denn der Chat? Muss man einmal aktualisieren. Ach so, der Chat ist unter allem. Das ist super lustig, weil ich habe den Chat jetzt echt hier überall. Warum kommt der nicht mehr? Hier ist er eigentlich. Hier müsste er jetzt eigentlich kommen. Kommt er nicht mehr. Tja, kann ich auch nicht ändern. Ist jetzt halt so. Muss ich ein andermal dran rumfriemeln. Das sind so die Probleme. Wenn man auch mal andere Spiele macht, dann hast du immer irgendein Problem mit den verschiedenen Layers und ist ja egal, ne? Da kann euch ja Leia Skywalker ganz viel von erzählen, ne? Plötzlich heißt jeder Skywalker in der Welt. Wie, was, du? Du bist doch gar nicht geboren. Du kannst dich doch nicht einfach Skywalker nennen am Ende vom Film. Ah, gut, von mir aus ist eh keiner mehr am Leben. Das ist der einzige Grund, warum die damit durchkommt, die Rey. Bei, hier, Star Wars 9. So, wer ist da? Der Denzel ist da. Der ist ja zum Glück immer da, ne? Auf den kann man sich verlassen. Der spielt immer und der spielt vor allen Dingen immer Tarkov. Da könnt ihr jetzt vorbeischauen, wenn ihr wollt. Wird sich der Denzel auf jeden Fall freuen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit Alan Wake oder Hotel oder Dino Crisis 2 oder eins der anderen Spiele. Fable 2 ist auch noch geplant, aber das fange ich erst an, wenn der ganze Käse hier durch ist, ne? Ich will nicht zu viele offene Packungen im Kühlschrank haben. Das gammelt einem so. Okay, Leute, macht es gut. Ich bedanke mich. Der Gregor ist auch da. Ja, dann könnt ihr jetzt auch zu Chess Ashley auf YouTube gehen. Der freut sich auch. Ja, und dann viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, ne? Macht's gut. Da haben sie geradet. Okay, und jetzt kommt ihr dran. Wenn ihr, ja, unterstützen wollt, ihr kennt das mittlerweile, aber es ist wirklich wichtig, ne? Wenn ihr uns helfen wollt, mit uns meine ich Tano und mir, unser Mon-Projekt hier, wird ja auch betreut von einer Person, die das halt richtig gut macht auf YouTube, deswegen würdet ihr auch diese Person unterstützen, nämlich Tano, Eduard Laser to go auf Twitter. Dominik ist auch jemand, der die Teaserbilder, also einige davon macht, so 10 im Monat oder so sind von ihm. Ihr kennt die meistens, weil die einfach so aussehen, als ob da jemand auch Ahnung hatte. Alles andere ist von uns. Und ja, das könnt ihr alles unterstützen, indem ihr mal einen Daumen hoch gebt oder ein Abo dalasst oder ein Video von mir weiterempfehlt oder einfach mal nachts, wenn ihr schlaft, eine Playlist durchlaufen lasst, den Adblocker ausmachen, mehr als 7 Wörter in den Kommentarbereich schreiben. Das sind alles so Sachen. Ihr kennt die sicher selbst. Ihr könnt mich auch supporten über Twitch, über alles mögliche andere, aber muss auch nicht, ne? Muss auch nicht. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.